erhitzt es heute wieder, Leute. Ich verrecherchiere. Hat aber auch den Grund, dass ich sehr schweres Zeug gerade dahergeholt habe. Kistenweise Schraubmaterialien, Werkzeug etc. pp. Brauche ich heute einen Teil davon. Ja, Leute, letztes Möppi-Video. Hallo übrigens zum neuen Video. Ich bin so fix und alle gerade. Wenn wir das Moped durchgeschaut haben, haben wir ja festgestellt, dass auch der Reifen nicht mehr ganz so gut ist. Habe ich extra in dem Video nicht gesagt, weil es ja immer wieder ganz spezielle Idioten gibt, wenn sowas ist. Und genau deswegen. Ja. Hier niegelnagelneuer Reifen drauf. Im Anschluss füge ich gleich zwei, drei Szenen hinzu. Die habe ich beim Reifenmontieren aufgenommen. Da durfte ich, aber die sind ohne Ton. Ja, die haben das Radio im Hintergrund laufen lassen. Ja, und was habe ich dabei festgestellt? Also, wo ich das Radl herunten hatte, dass dieses Lager hier mehr als tot ist und deswegen kompletten Radlagersatz in der Felge drin, hier drin und vorne mache ich auch gleich mit. Ich fahr aber jetzt wieder nach Hause, weil ich warte per Post auf diese Scheibe. Die ist außen ein bisschen eingelaufen und der vertraue ich nicht mehr. Die dichtet hier dann nämlich den ganzen Mist ab, dass da kein Dreck reinkommt. Und ja, Leute, allein diese verkackte Scheibe mit Versand liegt sage und schreibe bei 40 Euro. Naja, aber hilft nichts. Ich bin froh, dass sie heute noch kommt, dass ich nächste Woche wieder mit Möppi in die Arbeit fahren kann. Ja. Heißt, nochmal heim warten, bis der Postfuzzi kommt. Und dann geht es hier hardcore los mit Lager, Radlager rausklopfen, neue neu machen etc. pp. Seid gespannt, es wird, denke ich doch, dieses Mal ein sehr schraubreiches Video. Naja, bis nachher. So, beim Reifenhändler meines Vertrauens hier in Lauingen. Und jetzt bringe ich den Reifen rein und hoffe, dass man ja vielleicht mit der Cam auf die Finger ein bisschen filmen kann, dass er das einmal so halbwegs sieht, wie man so einen Mopedreifen auf- und abzieht. Und hier vom Profil her ist der wirklich nicht mehr gut. Tja, Leute, drin musste ich den Ton leider ausmachen, weil Radio mitgelaufen ist. Profil sieht sehr schön aus.
Ventil haben wir jetzt ein kürzeres drin, eigentlich weil die abgewinkelt ist, aber irgendwie hat das nicht ganz funktioniert mit dem Einziehen. Alles gut, einpacken, heimfahren, Radlager machen, rausmachen. So Leute, die letzte Scheibe ist gekommen. Ich habe mir heute hier noch einen Standventilator mitgebracht, weil das ist einfach zu hot und war jetzt das Zeug hingeschmissen. Da. So. Also hier ist das Reste, die ganzen Lager, die Bremsbeläge und hier ist diese fehlende Ausgleichsscheibe, Unterlegscheibe, das seht ihr nachher noch, wo die hinkommt. Und was habe ich jetzt für diese einzelne Scheibe mit Versand bezahlt? Ja, 40 Euro knapp steht hier gar nicht drauf, ist bloß eine Packliste. Jetzt werde ich hier vielleicht erst noch ein klein bisschen Ordnung machen, wenn ich da überhaupt noch Lust dazu habe. Doch ein bisschen was muss ich wegräumen. Und dann legen wir gleich einmal los mit dem Lager vom Kettenrad. Damit fangen wir definitiv an. Ja, mein Büchle habe ich auch dabei. Ja, sicher ist sicher. Widerlich schmuddelig hier alles. Werde ich erst einmal ein klein bisschen sauber machen noch, bevor ich da dann weitermache. Aber das hier ist jetzt eben diese besagte Scheibe. Die ist hier eben auch schon, sieht man das überhaupt, auch schon stark eingelaufen. Das heißt, zum Dichtring kann es nicht mehr ganz abdichten, dringt der Dreck ein. Scheiße. Ja, und zuallererst, bevor wir den auch sinnlos sauber machen, hier den Ring runter. Den Dichtring. Den gehe ich jetzt bloß mal hier auf die Seite. Und dann ein bisschen sauber machen. Hier drin ist noch eine Buchse. Die muss auch noch raus. Ich hoffe, dass die gut ist. Ja, sauber machen und ja, dann geht es auch schon wieder weiter. So, ich will jetzt zuerst die mittlere Buchse austreiben, solange das hier noch drin ist. Dazu nehme ich mal das neue Lager und suche mal hier eine Nuss, die hier gerade so durchgeht durchs neue Lager. Weil wenn sie hier durchgeht, geht sie hier auch durch. Und ich kann die Buchse austreiben. So, jetzt muss ich bloß mal gucken, dass ich hier ein bisschen was unterlege. So, das könnte funktionieren. Draußen ist sie. Gucken. Die sieht gut aus. Wird nachher sauber gemacht und kommt natürlich wieder rein. Das war ja gar kein Problem. Oh, jedes Mal, wenn man was anfasst, gleich alles komplett schmuddelig. Das ist schon widerlich, aber hilft ja nichts. Leute, ich habe bloß die Nuss rausgeklopft und da kommt das ganze Lager schon mit. Das ist ja höchst erfreulich. Legen wir das hier mal auseinander. Suchen was zum Klopfen. Da habe ich ja jetzt hier ein paar Kisten mitgebracht. Auch meine alte Klopfverlängerung. Draußen ist es. Schauen wir es uns nochmal an. Leute, seht ihr das? Und das war die Außenseite. Da fehlt schon die komplette Abdeckung. Weil die Ringe sind normal auf beiden Seiten.
dann mache ich das jetzt zuerst fertig. Einmal komplett sauber machen innen. Schau, dass ich das neue Lager hier eintreiben kann. Wenn alle Lager so schön rausgehen, Leute, dann bin ich zufrieden und schreie Juhu, glaube ich. So. Jetzt machen wir Trick 17 mit Selbstüberlistung. Nehmen hier die alte Lagerschale, das alte Lager. Legen das unten drunter. Legen das hier drauf. Jetzt ist die Lagerschale schon abgestützt und dann können wir vorsichtig fertig. Einmal noch. Gut. Dann brauchen wir hier natürlich eine ganz große Nuss zum Reinklöbeln. Die Lagerschale, nee, das gefällt mir nicht. Die müsst, wenn ich die jetzt runterschleifen würde, könnte ich die Lagerschale zum Eindrücken einklopfen nehmen. Aber da suche ich mir eine große Nuss. Und da ich mir mein Männerwerkzeug habe nicht klauen lassen, sollte das auch kein Problem sein, da was schön Passendes zu finden. Jetzt muss ich überlegen. Ich melde mich nachher wieder. Punkt.